Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ja, leider schon wieder im Keller, aber diesmal mit guter Begründung, weil ich mache hier gerade Kartenarbeit und bin ein wenig am Planen, wo ich denn meinen Urlaub verbringen möchte. Denn 2017 steht endlich wieder eine Tour an und zwar, soweit bin ich mir schon seit Jahren im Klaren, wo es hingehen soll, dass ich unbedingt mal wieder nach Skandinavien möchte. Und nach einiger Überlegung, ob jetzt nur Norwegen oder Schweden, ich bin nicht so der Finnland-Typ, dazu komme ich gleich noch, warum Finnland jetzt nicht so mein Lieblingsdomizil ist. Ist auch ein tolles Land, großartig, und ich muss da auch unbedingt mal nochmal hin. Aber die anderen beiden Länder sind mir lieber, denn die haben Gebirge. Aber wie gesagt, dazu komme ich gleich noch. Sinn und Zweck dieser Veranstaltung hier, weshalb ich jetzt vor der Kamera hocke und das nicht alles schön stillschweigend erledige, ist folgender, dass ich mir vielleicht gedacht habe, dass vielleicht einen oder zwei, das würde mir ja allen Ernstes schon reichen, es geht mir ja generell in meinen Videos immer so, wenn drei Leute begeistert sind, dann ist mein Tag gerettet und ich bin glücklich und zufrieden. Und wenn es mal vier sind, dann ist das umso besser. Und ja, wenn es dann noch mehr sind, dann kriege ich irgendwann ein großes Problem, weil das zu viel ist und dann muss ich mich im Wald verstecken und erstmal wieder runterkommen. Das kann ich nicht mit umgehen. So, aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte, ich möchte meine Trekking-Tour planen und dachte, ich plane die jetzt mal mit euch, beziehungsweise lasst euch einfach mal ein bisschen an diesem Planungsprozess teilhaben, wie man eine autarke Solo-Trekking-Tour plant. Wobei sich die Planung für eine Solo-Trekking-Tour zu einer Nicht-Solo-Trekking-Tour nur dahingehend unterscheidet, dass man halt dann irgendwie ein bisschen mal seiner Ausrüstung noch ein paar zusätzliche Sachen mitschleppen muss. Und generell schleppt man Solo immer mehr, als wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert oder mit noch mehr Leuten unterwegs ist, weil man muss ja alles selber tragen. Und wenn man zu fünft ist, braucht man trotzdem zum Beispiel nur einen Kocher. Und man braucht... Ja gut, man braucht mehr Brennstoff, weil man insgesamt größere Mengen an Zeug erhitzen muss. Zeug heißt Wasser in erster Linie. Und natürlich braucht man trotzdem dann nur einen Kocher, auch wenn man mehr Benzin mitschleppen muss. Das ist schon mal ein Vorteil. Man braucht wahrscheinlich auch keine fünf Erste-Hilfe-Pakete, sondern es reicht ein größeres, was dann immer noch leichter ist als fünf einzelne. Und außerdem braucht man nicht fünf Zelte. Das heißt, kann man natürlich auch machen, wäre aber wahrscheinlich relativ doof, sondern vielleicht ein Dreimann-Zelt und ein Zweimann-Zelt. Oder eben so eine Konstellation. Vier-Personen-Zelte sind beim Wandern, beim Trekking ja eigentlich schon kaum noch anzutreffen, weil die dann fürs Gewichtverhältnis ist dann einfach irgendwie ein bisschen doof. Man kann übrigens die Zelte auch nochmal so aufteilen, wenn man eine entsprechend größere Gruppe ist, das möchte ich jetzt einfach nur mal in den Raum werfen, dass man dem einen das Innenzelt mitgibt und dem anderen das Außenzelt und so hat dann jeder quasi ein Stück vom Zelt und vielleicht kann auch eine dritte Person, wenn man zum Beispiel zu dritt ist und dann drei Personen Zelt hat, dann noch Gestänge und Heringe tragen. Das ist nicht ganz ausgeglichen, aber man kann das ja durchrotieren. Ist zum Beispiel ein faires System. Alternativ hat sich auch ganz gut bewährt, dass derjenige, der das Zelt schleppt, dann halt weniger vom Proviant schleppt. Dass man das einfach am Anfang mal so ein bisschen häufchenmäßig sich so herrichtet und dann halt schaut, dass man es einigermaßen verteilt bekommt. Da hat es übrigens, kleiner Erfahrungswert, der Erfahrungsbericht, mal Knatsch gegeben auf einer meiner Gruppentouren. Weil derjenige, der das Zelt getragen hat, immer schön brav das Zelt getragen, das Zelt getragen, das Zelt getragen und irgendwann hat er dann mal den Ausraster gekriegt. Ich schleppe die ganze Zeit das Zelt wird nicht leichter. Ihr schleppt die ganze Zeit Tortellini. Tortellini werden leichter. Gestern haben wir 5 Kilo Tortellini gefressen. Und was hast du jetzt im Rucksack? Nix. Und ich habe immer noch das Zelt. Ah! Das ist wirklich eskaliert. Ratet mal, wer der Typ mit dem Zelt war. ja, gut, jedenfalls, ich werde jetzt diese Reihe wahrscheinlich, das werden einige Videos, also nicht nur die Planung, die Tour kommt dann natürlich logischerweise auch noch, die werde ich dann gleich an die Reihe anschließen lassen. Juni, Juli geht's los.
beziehungsweise ist halt eben dann die Tour geplant und die Videos kommen dann peu à peu hinterher, wie ich mit dem Schneiden hinterherkomme. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie ich das mit der Technik machen werde, aber es gibt auf jeden Fall eine wirklich ganz viele Teile Reihe. Wanderzeit ist geplant, so irgendwas zwischen, also Zeit im Gebiet, nenne ich es jetzt mal. Man kann sich nämlich bei so Wandertouren nie sicher sein, ob man wirklich, keine Ahnung, wenn man jetzt 14 Tage da ist, ob man dann auch 14 Tage wandern kann. Es kann nämlich durchaus sein, dass man mal irgendwo so eingeregnet ist, dass es nicht weitergeht. Oder man durch einen Fluss nicht durchkommt, weil der angeschwollen ist. Das ist in Regionen wie Skandinavien durchaus mal durchaus eine Möglichkeit. Also, ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber so geplant hatte ich jetzt auch so irgendwas zwischen 10 bis 14 Tagen im Gebiet. Lieber 14 als 10. Da kommt es drauf an, was die Frauen dazu sagen. Die Frauen haben bei sowas ja mal ein Mitspracherecht. Aber ansonsten ist der Urlaub definitiv fix und nur Frauen können mich davon abhalten, das so zu machen, wie ich mir das gedacht habe, aber auch nur zum Teil. Ein bisschen muss sein. Ich werde sonst wahnsinnig. Ich habe Fernweh ohne Ende. Ich muss raus. Das geht mal gar nicht. So, ja, geplant ist das Ganze eben, wie gesagt, ich mache mal meine Planung und erzähle euch nebenher, völlig ohne roten Faden, also noch weniger als sonst, was mir gerade einfällt, was dabei noch wichtig ist. Die eine oder andere Trekkingtour habe ich ja schon unternommen. Ich habe sogar noch mehr geplant als unternommen, weil es hat auch schon nicht geklappt. Deshalb gerade die Planung habe ich ein wenig Übung bei. Und ich möchte das auch so machen, dass man mir im Prinzip die gleiche Tour potenziell relativ gut nachmachen könnte, wenn man das dann so wollte. Einfach damit der Anfänger mal eine Anfängertour hat, bei der er anfangen kann. Wer Anfänger ist und nicht genau das Gleiche nachmachen möchte, dem kann ich generell für Anfänger den West Highland Way in Schottland empfehlen. Einfach mal Google fragen. Das ist eine super Anfängertour. Ist so anspruchsvoll, dass man weiß, was man da tut. Also, dass man merkt, was man da tut, in Anführungszeichen. Gerade wenn man nicht im Hochsommer unterwegs ist. Sondern eben im Frühjahr oder im Herbst, dann ist das durchaus noch anspruchsvoll. Es kann einem aber auch nie was passieren, weil es in regelmäßiger Folge Siedlungen gibt, wo man immer relativ kostengünstig abbrechen kann und bis zur nächsten Siedlung kommt man immer, solange man den Grundsatz beachtet, dass man immer für 3 Tage Futter im Rucksack haben sollte. Also sprich, wenn man am nächsten Versorgungspunkt ankommt, sollte man trotzdem noch für 3 Tage Futter im Rucksack haben und dann wieder für 6 Tage Futter kaufen, wenn man gedenkt, 3 Tage zu laufen, bis man zum nächsten Versorgungspunkt kommt. Das ist also planmäßig nie unter 3 Tage Futterversorgung runterfällt, der Essensvorrat. Das wäre ganz, 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 ganz wichtig, gerade als Anfänger, sollte man da dran denken. Und dann gilt übrigens, das ist auch nochmal so ein allgemeiner Tipp, wie gesagt, roter Faden ignoriere ich völlig, was man auch beachten sollte, sobald man mal eine Tour gemacht hat, und vor einer Tour macht man immer eine Testtour, ganz wichtig, vor einer großen Tour eine kleine Testtour, vorzugsweise in Deutschland oder im sehr nahen Auslandsbereich, Schweiz, Österreich, Frankreich, bei den Polen oder sonst wo, egal, Dänemark. Bei der Testtour Ausrüstung testen. Alles, was man auf der Testtour nicht gebraucht hat und bei dem man sich nicht 100%ig sicher ist, dass es, weil man zum Beispiel wohin muss, wo es so kalt wird, dass es garantiert Sinn macht, den dicken, fetten Schlafsack mitzunehmen und nicht den kleinen, dünnen. Alles, was nicht in diese Kategorie fällt und was man nicht gebraucht hat, das lässt man dann zu Hause. Das soll heißen, Dinge, die ich früher mitgeschleppt habe und inzwischen immer zu Hause lasse, sind Bestimmungsbücher, weil man kann Fotos machen. Man kann richtig gute Fotos machen und Fotos von allen Seiten von einer Pflanze machen und kann die dann zu Hause wirklich recht gut nachbestimmen, gerade wenn man sich das Ding dann nochmal genau angeguckt hat und ein gewisses Gedächtnis für so ein Zeug hat. Da habe ich mich früher dumm und dämlich geschleppt an Bestimmungsbüchern. Ich hatte sogar noch ein Säugetierbestimmungsbuch dabei, die paar Säugetiere, die es da oben gibt, die erkennst du auch ohne Bestimmungsbuch.
Inzwischen, ja gut, damals wäre es vielleicht noch schwierig geworden. Dann kann man sich totschleppen oder extrem viel Gewicht sparen am Kamera-Equipment. Da hat uns die Technik ja mittlerweile Gott sei Dank mit kleinen Digitalkameras gesegnet, die nahezu nichts mehr wiegen, zu denen es auch Ersatzakkus gibt. Wichtig, Ersatzakku. Nicht davon ausgehen, dass man da unterwegs irgendwo Strom findet. Ja, damit kann man sicherlich einiges tun. Faktor, der heutzutage allerdings wieder dazu führen könnte, dass man sich trotzdem am technischen Equipment totschleppt, sind Powerbanks. Also zum Beispiel sowas hier. Also das ist so ein kleiner Akku quasi, wo man irgendein beliebiges Gerät, das sich über USB aufladen lässt, anstöpseln kann und das lädt dann halt eben auf. Im Prinzip ist das super praktisch, aber wenn man dann irgendwie auf die Idee kommt, jetzt gibt es diese Dinger und dann schleppt man davon 7 Millionen mit und hat dann viel mehr Strom, als man eigentlich braucht, dann ist das auch doof. Generell möchte ich einfach auch empfehlen, dass man versucht, mit möglichst wenig Technik auszukommen, aber das ist jetzt speziell für Solotouren wichtig. Was man trotz allem Gewichtssparen mitnehmen sollte, wäre irgendwas zum Zeitvertreib, wenn es mal regnet und man im Zelt hockt. Ich persönlich brauche was zu lesen. Ein Hörbuch ist natürlich genauso gut. Und dann muss man halt schon irgendwie schauen, dass man da ein entsprechend technisches Gerät dafür hat. Denn ein richtiges Buch mitschleppen, ein kleines Taschenbuch, das hat man ja sofort ausgelesen. Das reicht einfach nicht weit. Da wäre also schon ein E-Book-Reader, in welcher Form auch immer, am besten wirklich ein E-Book-Reader und nicht ein iPad, Windows, was auch immer, Pad, keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen. Aber die brauchen ja vergleichsweise viel Strom für den wenigen Aufwand, dass sie nur Schrift, Text darstellen sollen. Da ist halt so ein E-Book-Reader natürlich viel besser. Aber nehmt auf jeden Fall das Daumen, das wäre mir jetzt die Herzensangelegenheit, zur Ausrüstung kommen wir noch in aller Ausführlichkeit, irgendwas zu lesen oder zu hören mit. Man braucht das einfach. Wenn man 10 Tage oder auch nur 8 Tage völlig alleine ist, es gibt Leute, die stecken das einfach weg. Das macht denen überhaupt nichts. Aber so Menschen, die ein bisschen kommunikativ sind, also ich persönlich, ich rede ja nicht viel, ja, die brauchen das. Die brauchen das wirklich dringend, dass sie irgendwie sowas haben. Und mir hat auch an unnötigem Gepäck immer sehr geholfen, ein kleines Reisetagebüchlein, wo ich einfach so meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen, was ich jetzt hier unterwegs so alles gefunden habe und so weiter und so fort ein bisschen notieren kann. Ich bin sonst kein Tagebuchschreiber, aber für so eine sonderlich super außergewöhnliche Zeit ist Reisetagebuchschreiben meiner Meinung nach auch eine schöne Tradition, denn jeder große Entdecker, der auf Entdeckungsreise gegangen ist, hat das eben protokolliert und aufgeschrieben, was er unterwegs gefunden hat und wo er lang ist und so weiter und so fort. Na, wirklich ausnahmslos jeder. Die hatten alle Reisetagebücher und haben daheim auch nicht aufgeschrieben, dass sie jetzt gerade 10 Kilo Kartoffeln beim Bauer gekauft haben. Also das sind besondere Umstände, erfordern besondere Maßnahmen. So, und jetzt doch mit ein ganz kleines bisschen rotem Faden möchte ich kurz mal darauf zu sprechen kommen, wie man denn rausfindet, als allerersten Schritt, wo man überhaupt hin will. Bei mir ist das selbstverständlich schon fix, weil mir von vornherein klar war, ich möchte gerne nach Skandinavien. Da müsst ihr euch jetzt einfach mal Gedanken machen, seid ihr ein Mensch, der gerne kalt mag und wollt ihr überhaupt wirklich in die Wildnis? Man kann nämlich auch durchaus in Regionen wandern gehen, in denen man wahnsinnig weit wandern kann, in denen auch nicht viel los ist und man relativ alleine ist, wo man aber auch immer wieder irgendwie durch kleine Dörfchen und so weiter und so fort kommt. Deswegen nochmal die Empfehlung mit dem West Highland Way, der ist halt ein wunderbarer Kompromiss. Da ist Pampa und nix und dann immer mal wieder Dorf. Und dann Pampa und nix und wieder Dorf. Aber gerade so im Mittelmeerraum, da gibt es auch tolle Wanderwege. Zum Beispiel auch auf Korsika, diesen einen berühmten, dessen Name mir nicht einfällt, ist eine Nummer G8 oder irgend sowas. G10? Ich glaube G10. Ne, das ist ein Kunststoff. Ja, ist auch nicht so wichtig. Aber da zum Beispiel wären auch so wunderbare Regionen, wo man ganz toll wandern kann. Aber Wildnis kann man das halt nicht nennen. Und vor allen Dingen möchte ich gern in eine Natur, in eine Landschaft, die so nah dran an der natürlichen Landschaft, also an der Urvegetation, ich sage absichtlich Urvegetation, nicht am Urwald dran ist, wie irgendwie möglich.
Und da ich ansonsten überwaldet bin, schon fast, ich mag meinen Wald immer, immer. Generell. Ist immer gut. Aber wenn ich Urlaub mache und auf Tour gehe, dann möchte ich gerne raus aus dem Wald. Und für mich ist es extrem faszinierend, dann an Orte zu reisen, wo natürlich kein Wald vorkommt. Also Orte, die vom Klima her so rau sind, dass die Grenze des Baumwachstums, beziehungsweise dessen, was wir als Baum anerkennen würden, erreicht ist. Das bedeutet entweder in die Wüste, aber da ich nicht besonders hitzekompatibel bin, ist das immer so ein bisschen blöd und ich wirklich saumäßig viel trinken muss. Und Wüste und ich, also freiwillig, mal so als Touristentour mit Jeep oder irgendwie sowas, mache ich das auf jeden Fall mal, weil ich unbedingt mal das gesehen haben möchte. Aber als Outdoor-Tour, da traue ich mich nicht. Wenn das Wasser knapp wird, dann ist bei mir der Punkt erreicht, wo ich mich einfach echt nicht mehr wohlfühle. Zu viel Wasser ist okay. Mehr irgendwelche grundsätzlichen Wasseraktivitäten gerne. Ich bin durchaus Wasserratte. Aber gar kein Wasser, nein, 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 nein. Wasserversorgung ist was, wo man sich überhaupt keine Sorgen machen muss in Skandinavien. Das gibt es ja wirklich überall und zu 99% alles Trinkwasserqualität. Da kannst du den Wasserfilter wirklich daheim lassen. Im Prinzip. Ich denke auch ernsthaft drüber nach, dass ich den wirklich daheim lasse. Ich habe noch nie irgendwelche Probleme mit skandinavischem Wasser gehabt. War da schon ganz, 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 ganz oft auf Tour. Und so oft ist auch wieder nicht. Ich bin ja noch nicht keine 80 Jahre alt und bin jedes Jahr gegangen. Das ist jetzt auch übertrieben. Aber ja, jedenfalls hatte ich noch nie Probleme mit dem Wasser, hatte noch nie irgendwie Durchfall und habe zweimal Wasserentkeimungstabletten benutzt. Und zwar auch nur die blöden Silberionen Mikropur, die damals, und das war kein, ja, man war da einfach noch nicht so weit, man hat damals noch gedacht, die stinknormalen Silberionen Mikropur würden für die meisten Wasser, gerade so in Skandinavien, schon völlig ausreichen. Ein Wasser, das du mit Silberionen Produkten schon entkeimen kannst, das ist wahrscheinlich schon so sauber, dass man die erst gar nicht braucht. Wenn da was Gefährliches drin ist, hilft das Silber auch nicht mehr. Und solange es nicht drin ist, ja gut, dann braucht man gar nichts. Aber damals war das halt noch gang und gäbe. Die habe ich 2-3 Mal verwendet. Könnten auch 3 Mal gewesen sein, irgendwie so um den Dreh. Und nichts passiert und ansonsten immer einfach so getrunken. Selbstverständlich sollte man schon ein bisschen gucken, was für Wasser man trinkt aus stehenden Gewässern. Nur wenn die groß genug sind, aus Fließgewässern geht fast immer, es sei denn, es ist der Abfluss von einem Moor. Das kommt ja durchaus häufig vor in Skandinavien, aber trotzdem alle paar Kilometer, also allerspätestens alle paar Kilometer, gibt es was zu trinken. In der Regel war es bei mir so, dass ich so gut wie kein Wasser am Rucksack mit mir rumgeschleppt habe, weil ich hatte dafür eine Tasse am Karabinerhaken und dann habe die Tasse immer abgemacht, wenn ich am Bach vorbeikam, Tasse voll, trink, weiter. Beim nächsten Bach gleiches Spiel und damit ist man wunderbar über den Tag gekommen und hat über den Tag dann auch wirklich viel getrunken. Denn beim Wandern, das werdet ihr vielleicht eventuell auch kennen, vergisst man schnell, dass man eigentlich viel trinken sollte, gerade aus gesundheitstechnischen Gründen, weil man eben auch ein durchaus beanspruchtes Immunsystem hat und der gesamte Körper natürlich unter Beanspruchung steht und da ist viel Trinken viel wichtig und deswegen ist das einfach eine super Methode, dass man automatisch trinkt, wenn man sich quasi zwingt, bei jedem Bach, an dem man trinken kann, auch zu trinken. Nochmal so ein Tipp, vielleicht eventuell für später. So, irgendwann mal zwischendrin, bevor ich was weiß ich was erzählt habe, wollte ich irgendwie drauf eingehen, wie man dazu kommt, wo man denn eigentlich hin möchte. Vielleicht habe ich das jetzt auf diesem Wege auch irgendwie getan. Persönliche Vorliebe, sucht euch was aus, googelt mal ein bisschen rum. Es gibt auch im Internet diverse Top-Listen der schönsten Wanderwege in sonst wo. Dann einfach mal bei Google eingeben, schönste Wanderwege in sonst wo. Sonst wo irgendein beliebiges Reiseland einsetzen, in das man eventuell möchte. Ja, aber Skandinavien ist immer geil. Also, absolut toll. Und die Schwedinnen! Das haben jetzt hoffentlich die anderen Nicht-Schwedinnen nicht gehört. Aber Schwedinnen, oh. Ich habe mir sagen lassen, die Schweden wären auch ganz praktisch für die Frauen. Aber die 4% Zuschauerinnen hier, die werden jetzt ignoriert. Hallo. Liebe Grüße. Ja. gut,
zocke ich mich mal woanders hin, damit wir ein bisschen Abwechslung reinkriegen. So, meiner Meinung nach sind für Outdoor-Touren aller Art die sogenannten gelben Bücher prädestiniert. Habt ihr wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habt. Das ist einfach die Standardliteratur für sämtliche gängigen Wanderwege. Gibt es ein solches gelbes Büchlein. Das Ganze ist aus dem Konrad Stein Verlag. Die haben auch eine hervorragende Internetseite. Und wenn man sich jetzt ein solches Büchlein zugelegt hat, dann sollte man auch nicht versäumen, rechtzeitig vor Tourbeginn nochmal auf der Internetseite zu gucken, weil bei vielen dieser Bücher gibt es beim Buch, beim Konrad Stein Verlag, auf konradsteinverlag.de vermute ich mal, das weiß auch Google besser als ich, immer mal wieder Updates zum Buch. Beispielsweise jetzt hier gerade beim Kungsleden-Buch hat er wunderbare Links auch zur entsprechenden Wanderkarte, dass man wirklich für jeden Depp es möglich ist, die richtige Wanderkarte zum Weg zu finden. Es gibt nämlich durchaus Regionen, da ist das Finden der korrekten Wanderkarte gar nicht so einfach. Gerade wenn es sich dann um irgendwelche ziemlich universellen Karten handelt. Hier haben wir nämlich zum Beispiel einen von den guten Fjällkartan, heißen die. Nicht, bestimmt nicht korrekt. Aber, ich zeige euch das Ding gleich noch genauer, das ist wirklich einfach eine stinknormale, und das ist mir am liebsten so, topografische Karte und eben nicht irgend so eine spezielle Touri-Karte, wo dann auch noch Sehenswürdigkeiten und so ein Zeug eingezeichnet sind. Man muss bei so einer Karte also selber in der Lage sein, anhand zum Beispiel der Höhenlinien, beziehungsweise anhand eben der auf der Karte eingezeichneten Strukturen, man versteht mich nicht, wenn ich das Ding vors Maul halte, oder? Zu erkennen, wo wird es wohl schön sein. Beispielsweise wird es garantiert mit Sicherheit auf diesem Berg hier, ne, kann man sehen, ja, mit hundertprozentiger Sicherheit unglaublich schön sein, weil man da nämlich garantiert eine Aussicht auf diesen See und das dahinterliegende Hochland mit den tollen Gipfeln, die hier als ziemlich dunkle Fläche, ist alles spiegelverkehrt, deshalb habe ich hier gerade Schwierigkeiten mit meinem Finger klarzukommen. Darauf wird man eine großartige Sicht drauf haben, wenn man eben da steht. Das ist ja völlig einleuchtend. Wer so die Grundsätze der Kartenarbeit beherrscht, braucht also kein bescheuertes Hinweisobjekt, das einen darauf hinweist, dass da ein schöner Aussichtspunkt ist. Natürlich ist da ein schöner Aussichtspunkt. Und noch ein wesentlicher Tipp. Auf einem Berggipfel zu übernachten erfordert ein verdammt gutes Zelt. Kann man wirklich, ich spreche da aus Erfahrung, meine allererste Tour nach Schweden, auch an den nördlichen Kungsleden, das südliche Ende vom nördlichen Kungsleden, aber auch jenseits des Polarkreises, also schon ordentlich nördlich mit entsprechendem Klima, warme Tarps. Wir hatten keine Zelte und wir haben es überlebt. Es gab den einen oder anderen durchaus kritischen Moment, aber wenn man dann halt eben wirklich beschließen sollte, sowas nur mit Tarp machen zu wollen, was vielleicht für den einen oder anderen krassen Bushcrafter ja eine Option wäre, und es ist auch auf jeden Fall eine Option für Leute mit kleinem Geldbeutel, weil eben eine Baumarktplane würde auch reichen. Das geht genauso gut wie jedes andere Tarp auch. Die ist vielleicht ein kleines bisschen schwerer, wie so irgendwelche High-End-Tarps. Die macht vielleicht ein bisschen mehr Lärm. Wenn man aber damit klarkommt, dann hat man da eine Übernachtungsgelegenheit für 10 Euro. Noch ein paar Heringe und ein paar Schnüre dazu. Fertig ist die Übernachtungsgelegenheit. Wie gesagt, das geht. Aber dann zwei Dinge beachten. Erstens, nur an wirklich geschützten Lagen übernachten. Und zweitens, unbedingt ein zusätzliches Mückennetz mitnehmen und so ein richtig schön großes, dass man da drin dann noch aufhängen kann, wo man drunter sitzen, drunter schlafen und drunter ein bisschen Platz hat, damit man auch mal überhaupt einfach essen kann. Denn bei den dort vorkommenden Mücken, es gibt ja diese tollen Kopfnetze, Moment, noch so ein Grund, weshalb im Keller praktisch ist zu filmen. Ich habe hier sämtlichen Krempel immer gleich griffsbereit. Ja, und wie gesagt, da gibt es diese tollen Kopfnetze.
die passen manchmal auch irgendwie über. Ja, einen nicht ganz so großen Hut. Das Problem ist trotzdem, wenn man so ein Netz aufhat, dann kann man nicht essen, weil geht nicht. Und sobald man das Ding hoch macht, um sich kurz eine Gabel, was auch immer, in den Mund zu stecken, dann kommen schon die Mücken und greifen an. Also je nach Situation gibt es wirklich derartig viele Mücken, dass schon das Essen zur Qual wird, weil man nicht essen kann, weil man sein Netz nicht abnehmen kann, weil man in dem Moment schon verstochen wird. Je nach individueller Mücken mögen einen aus Prägung. Nein, ich ziehe den Hut nicht ab. So. Was ich aber jetzt eigentlich sagen wollte, war halt, wenn man eine entsprechende Tour machen sollte, sollte man sich das entsprechende Büchlein zulegen. Diese Konrad Stein Bücher sind alle immer ungefähr gleich aufgebaut. Sie haben immer einen sympathischen Autor, teilweise auch eine Autorin, soll auch schon vorgekommen sein. In diesem Fall ist es der Michael Hennemann, der mich hoffentlich nicht verklagt, weil ich hier sein Buch in die Kamera halte, was er tendenziell eigentlich könnte. Aber ich habe eh kein Geld. Also jedenfalls nicht genug, dass es sich lohnt, mich zu verklagen. Es reicht gerade für so einen Urlaub. Ah, Urlaub. Haben dann immer ein Kapitel Land und Leute. Das ist standardmäßig immer drin. Was für mich auch immer sehr wichtig ist, dass man einfach so ein bisschen Hintergrundinformationen zum Land an sich hat. Ich habe da drüben im Büchergang zwar noch massenhaft Infos zu gerade Skandinavien und das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Ist aber auch schön, weil man das Buch ja auch mitnehmen kann. Die sind immer sehr klein und handlich gehalten. Das wiegt jetzt, glaube ich, ungefähr 120 Gramm oder was. Und das kann man halt schon auch nochmal mitnehmen und ist zusätzliche Literatur. Für abends dann halt in Gottes Namen zum fünften Mal die Etappenbeschreibung vom nächsten Tag lesen. Ich lese das immer wirklich ganz, 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 ganz oft, weil was anderes zum Lesen habe ich ja meistens nicht. Und wenn ich technischen Firlefanz habe, um mich in emotional beanspruchten Situationen wieder aufzurichten, wenn ich mal gerade einsam bin, das bleibt nicht ganz aus, wenn man da wirklich völlig einsam ist. Es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied, ob man alleine ist in einer Gegend, wo man weiß, dass der Nachbar da drüben 5 Meter höher, 6 Meter weiter da drüben irgendwie im nächsten Hause hockt. Oder ob man ja weiß, dass jetzt im Umkreis von vielen, vielen, vielen Quadratkilometern einfach überhaupt nichts ist und man auch keine Option hat, schnell mal dahin zu kommen, wo eventuell was sein könnte. Das ist ein großer Unterschied. Und überhaupt diese Landschaft, aufgrund dessen, dass sie so leer ist, da stehen ja auch keine Bäume und so weiter und so fort, ist ein ganz besonderes Land. Das muss man mögen. Diese Weite, diese einsame Weite, muss man wirklich einfach mögen. Ich glaube, man kann dazu nur zwei Einstellungen haben. Man liebt das und findet das unglaublich toll und ist erstmal hin und weg. Also so geht es mir jedes Mal, wenn ich nach Skandinavien komme und ich gehe hoch ins Fjell, also in das entsprechende Gebirge da oben und habe diese Weite und kann so unendlich weit gucken. Das ist immer großartig. Also das ist wirklich ein ganz, 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 ganz toller Moment. Das erste Mal. Ich bin dann ja mehrere Tage unterwegs und dieses Hochgefühl geht so nach 3, 4, 5 Tagen habe ich dann so einen kleinen Durchhänger. Weil es halt wirklich auch so eine unglaublich einsame Landschaft ist. Nicht mal Bäume, wie gesagt, gibt es da. Einfach eine flache Ebene mit nichts, mit schönen Kurven drin, aber sonst mit nichts. Und irgendwann braucht man dann einfach ein Hörbuch. Beispielsweise eine andere menschliche Stimme als die eigene. Übrigens, wenn ihr Selbstgespräche führt auf Solo-Touren, ist das meines Erachtens völlig normal. Gut, aber meine Meinung zählt da, glaube ich, nicht allzu viel. Zurück zu so einem Buch, das ja auch dann zum Zeitvertreib verwendet werden kann. Neben dem Land- und Leute-Kapitelchen, jetzt gucke ich nochmal schnell ins Inhaltsverzeichnis, haben sie auch immer drin Reiseinfos von A bis Z. Das sind dann so Sachen wie Ausrüstung, wie Klima, zu erwartende Temperaturen. Ist in der Regel sehr, 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 sehr gut recherchiert. Aber ich muss an der Stelle auch gleich mal sagen, die Qualität dieser gelben Bücher, die schwankt erheblich.
Hilfreich sind sie immer. Sie sind immer ein guter Ausgangspunkt für eine Tourenplanung. Und ich habe eigentlich all meine Touren mit so einem Buch begonnen, dass ich mir das zunächst mal zugelegt habe. Die sind auch übrigens ziemlich günstig. Vergleichsweise, wenn man bedenkt, dass es halt auch nur um kleine Auflagen sich handelt und nicht irgendwelche Billig-Massenproduktionen, auch nicht mit Amazon-Unterstützung und irgendwie sonst was. Aber man kann schon durchaus bezahlen, zum Beispiel hier steht jetzt 12,90 Euro drauf. Und das ist einfach ein unverzichtbarer Begleiter. Ich habe auch bei diesem Buch, ohne jetzt im Gelände gewesen zu sein, man weiß es immer erst, wenn man auf der Tour ist, ob das Buch was taugt oder nicht. Also ob es richtig, richtig viel was taugt oder nicht, das weiß man wirklich erst im Gelände. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass das hier definitiv eines der besseren sein wird. Das zum West Highland Way, das Gelbe, was es da gibt. Und ich stand auch schon, teilweise ist das auch situationsabhängig, ich stand auch schon in Norwegen am Bersengengrat, den ich auch nicht korrekt ausspreche, aber das ist somit die am meist fotografierteste Landschaft Norwegens. Per Gynt, die Musik von der Per Gynt-Suite, die habe ich gelegentlich mal in ein paar Videos schon drin gehabt, von Edvard Grieg, das spielt unter anderem auch da oben. Da reitet er auf dem Elch oder auf dem Rentier über diesen Grat. Ich weiß nicht mehr, welches Tier das genau war, der Per Gynt. Das ist ja so eine Sagengestalt, ganz einfach ausgedrückt. Und ja, eben einer der Orte mit der schönsten Aussicht weit und breit, das steht dann auch so im entsprechenden Buch drin, also nicht in diesem, im anderen. Und dann kommst du da oben an. Und was siehst du? Nichts. Ich habe da tolle Fotos gemacht. Wenn ich sie rechtzeitig finde, noch irgendwo auf einer Festplatte, blende ich euch noch eins ein, aber macht euch keine Hoffnung, wahrscheinlich finde ich sie nicht. Man sieht nichts. Sichtweite 3 Meter. Stand in der Wolke. Das war toll. Also so viel zum Thema schönste Aussicht von Norwegen. Und dann muss man da eben von Steinchen zu Steinchen runterkraxeln. Und dazu steht im Buch, der Abstieg ist nicht schwierig. Der Fels bildet natürliche Stufen. Das steht da wirklich genau so. Diese Worte haben sich bei mir ins Gehirn eingebrannt. Ben will da also runterklettern mit einer Sichtweite von 3 Metern. Und alles wunderbar nass und glitschig und rutschig. Und muss da wirklich mit Händen und Füßen versuchen, da irgendwie lebend runterzukommen. Und das Schöne ist, es ist, wenn man Höhenangst hat, nicht förderlich, dass man nur 3 Meter weit gucken kann, weil dann denkt man sich nämlich, nach 3 Metern kommt der Abgrund. Wenn man weiß, dass der Abgrund erst nach 3,50 Meter kommt, ist das erheblich beruhigender. Wahrscheinlich, teilweise kam der Abgrund übrigens auch schon nach 1 Meter, dann war es dann auch egal, dann habe ich ihn ja gesehen.